Man! Holy shit! Fucking Wölfe! Ich hätte den einen Wolf speichern sollen. Mich halt jetzt richtig ab. Killt man 50 Wölfe auf einmal und dann sowas. Komm, der eine sieht mich doch gar nicht. Geht nicht so als easy. Da speichere ich jetzt. Oh, wo kam der her? Holy shit, wo kamen die jetzt her? Da oben. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Auf den Fels, ich brauch den High Ground. Gegen die Wölfe brauche ich den High Ground. Dann schleiche ich mich mal außen rum und kämpfe gegen die Mall Rats. Aber wenn ich dass der Schattenläufer nah dran ist. Okay. Okay. Alles klar. Und diese Vögel beschweren sich über alles. Ich hab noch 37 Leben. Hätte ich mich mal. Trotzdem gibt sie mir. Gut, jetzt brauche ich noch irgendwas, was mir 5 gibt. Ah, und Wasser. Eigentlich das Wasser für die Bauern. Ich hoffe, mir ist XP-mäßig, also halt nicht allzu viel. Aber ein bisschen was. Jetzt bin ich wieder hier. Lege ich mich nochmal mit den Wölfen an. Vorher. In seinem Sprungangriff kann ich den abfangen. Das mit den Wölfen wird schwierig. Rotik 1, Schwierigkeit Dark Souls. Ohne Witz, wenn die Steuerung mal drauf klarkommen würde. Ich drück 50 mal nach vorne und der Tritt macht halt nichts. Jetzt komm her. Komm her, Wolf. Komm, den greife ich noch von hinten an. Speichere ich schnell. Oh ja, das habe ich mir gedacht, dass das passieren wird.
Gegen die komme ich halt nicht an, ich muss da weglaufen. Ich den Wolf. Nein, die Wölfe loot ich jetzt nicht. High Ground. Brauch den High Ground. Okay, ich müsste mich hier hinter dem High Ground verstecken, dann kurz heilen. Und dann. Oder den High Ground hochfahren. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Wolf, kill mich mal. Kill mich mal, hallo. Das war doch mal was. Abenteuer hier gegen die Wölfe. Das ist schon. Holy shit. So taktisch habe ich in dem Game noch nie gekämpft. Wo ist denn der letzte Wolf? Da ist er. Jetzt wie das letzte Einhorn. Jetzt können wir sagen, in diesem Wald gibt es keine Wölfe mehr. Auf Fenris gibt es keine Wölfe. Ah ja, da oben ist er. Der Schattenläufer. Der killt halt die Wutfliegen aber nicht. Das ist wenigstens gut. Nachtschatten. Komm her. Ich wollte gerade sagen, ich bin Wolfhunter 9000, aber das ging gerade nicht so gut aus. Die Wölfe da hinten kommen sehen. Das ist ein Kampf, den schaffe ich nicht. Gegen 5 Wölfe, da muss ich gucken, dass ich das anders mache. Da gehe ich jetzt vorerst mal weg. Aber ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Und schau mal, ob ich nicht noch was anderes finde. Haben die da hinten eigentlich was gekillt, die drei? Nein. Die hocken nur auf dem Haufen. Oh, es sind auch wieder drei. Ich glaube, ich lasse das mit den Wölfen einfach. Ich gehe jetzt einfach. Gehe zum Sumpflager. Ich habe schon 30 Minuten hier verschwendet, mit Wölfen zu kämpfen. Das lohnt sich auf Dauer nicht. Ich habe nur endlos viele Folgen, in denen ich immer ständig sterbe und
wieder kämpfe und wieder sterbe und kämpfe und was weiß ich noch alles. Aber die Scavenger kann ich killen. Wobei es am Tag tatsächlich eh besser ist, da rumzurennen und die Viecher zu killen. Weil dann sehe ich mehr. Natürlich. Und das sind wieder Warane. Warum auch nicht? Das habe ich euch wieder richtig gut gemacht, ohne einen Hit zu kassieren. Das ist wichtig, am Anfang nicht, dass man am Anfang nicht getroffen wird. Den Hit kann ich schon einstecken, das ist kein Ding. Dafür, dass ich jetzt wieder ein paar Sachen gefunden habe. Ein paar Scavenger gekillt und ein paar Mallrats. Haben mir die Scavenger überhaupt Schaden? Das würde mich wirklich interessieren. Aber ich glaube schon. Ah, die ist da oben. Erzlampen. Lampen aus magischem Erz. Leuchtet sie auch so schön in der Nacht. Oh, 23 Uhr. Muss ich mich aber beeilen. Giraffe ist. Ich muss mal gucken, ob ich nicht irgendwo ein weißes Bett dann finden kann. Dank. Oh. Heilkräuter. Heilkruter. Sei gegrüßt, Fremder. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Ich will mich anschließen. Ich habe gehört, ihr seid auf der Suche nach neuen Leuten. Ich will mich euch anschließen. Dann sei willkommen. Die Bruderschaft des Schläfers hat einen Platz für jeden, der sich vom Geist des Schläfers führen lassen will. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du versuchen, die Aufmerksamkeit von Baal-Namib zu erregen. Er steht direkt auf dem Platz hinter dem Tor. Aber du darfst ihn nicht direkt ansprechen. Warte, bis er dich anspricht. Ich brauche eine Rüstung. So eine Templerrüstung, wie ich sie trage, musst du dir erst verdienen. Aber du kannst einen Novizenrock haben. Immerhin, besser als nichts. Umsonst gibt es den allerdings nicht. Was denn sonst? 1000 Erz. Boah. So wie eine Buddlerhose. Was ist, wenn ich jetzt einfach in das Haus reingehe? Und mich ins Bett lege? Hey du! Ich höre nicht mehr auf das Gebäude. Raus hier! Ich höre nicht mehr auf das Gebäude. Da muss doch wohl was dran sein. Ich höre nicht mehr auf das Gebäude. Hey du! Hey du! Bleib aus den Hütten draußen. Ich dachte, das wäre schon. Wer bist du? Ich bin Lester.
Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht Bana Mip angesprochen hast. Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Ja, interessant. Das ist ja lustig. Die Regelung. Du musst warten, bis die dich ansprechen. Aber die entscheiden, ob du jetzt wichtig bist oder nicht. Je nachdem, wenn du Fame genug bist, kommen sie und sagen sie, yo, du bist Fame. Und dann kannst du die ansprechen, weil sie dich angesprochen haben. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher, ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja, immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. Interessant, Leute kommen nur zum Rauchen her. Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Er schenkt uns Visionen, zumindest den Gurus. Wir beten zu ihm, denn er wird uns allen die Freiheit schenken. Und daran glaubst du? Hey, ich bin seit 2 Jahren in der Barriere. Weißt du überhaupt, wie lange 2 Jahre sein können? Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles bereit bin zu glauben und zu machen, damit ich hier wieder rauskomme. Wir können auch dem Plan der Magier vertrauen. Erzähl mir was über die Gilden. Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie sind der Geist des Lagers, denn ihre Macht ist groß. Die Templer benutzen ihre geistige Stärke im Kampf. Sie haben einen unbezwingbaren Willen. Leg dich besser nie mit ihnen an. Ich selber gehöre zu den Novizen. Wir beten zum Schläfer und verrichten die Arbeiten, die hier im Lager anfallen. Einige der Novizen werden als Gurus aufgenommen, aber dazu gehört eine viele Jahre lange Ausbildung. Krass. Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Kor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Bana Mip hier ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Kor Kalom schicken. Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet? Es hat vielleicht nicht den Anschein. Aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Ach so, das hatten wir schon. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Der Schläfer möge dich... Okay. Das ist ein Sakrileg. Dann gucke ich mal zu dem Dude, von dem ich Kraut kriegen kann. Da gibt es so einen Kerl, der gibt mir immer gratis Kraut. Oh, Melvin. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Hi. Du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Ich kenne Dusty. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn nochmal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wenn das hier nicht 10-mal besser ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen, dann weiß ich's auch nicht mehr. Wird's ihm ausrichten, wenn ich ihn nochmal sehe. Da muss er sich aber kahl rasieren und solche Tätowierungen stechen lassen. Ich weiß nicht, ob das besser ist, aber... Was machst du hier? Ich verbreite die Lehre des Schläfers an die Novizen. Ich bin selbst noch Novize, aber bald bin ich ein Baal, einer der Gurus. Ich habe sogar schon mit Iberion geredet. Er ist der Auserwählte. Er hat mir gesagt, wenn ich hart an mir arbeite, bin ich bald selbst ein Meister. Aber ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Eilt ja nicht, verstehst du? Meister kann ich ja immer noch werden.
Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner jetzigen Aufgabe. Was ist deine Aufgabe hier? Ich teste mit den Jungs hier die neuen Substanzen, die Kor Kalom in seinem Alchemielabor entwickelt. Sein Gehilfe bringt alle paar Tage was Neues raus und wir testen es dann. Dieses Kraut öffnet deinen Geist. Wenn du die richtige Menge einnimmst, kannst du in Kontakt mit dem Schläfer treten. Ihr sind doch alle bloß süchtig. Ich seh's schon. Das ist die Zukunft von Deutschland. Wenn hier Gras legalisiert wird. Aber wir wissen ja, Cannabis ist kein Brokkoli. Ich will mich eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst bei uns mitmachen? Das ist gut. Warte mal. Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. Ich bin zwar noch kein Guru, aber ich habe einigen Einfluss in der Bruderschaft. Dann hau mal raus. Du müsstest mir einen kleinen Gefallen tun. Bist du schon bei Fortuno gewesen? Nein. Dann geh zu ihm und hol dir deine tägliche Ration ab. Wenn du mir alles Sumpfkraut überlässt, das er dir gibt, sind wir im Geschäft. Ich denk drüber nach. Okay. Dann mache ich das so. Es sind zwar 22 Erz, die ich ihm quasi gebe. Also ich glaube, so viel war das wert, aber... Naja. Dafür, dass ich XP bekomme, ist es doch ein guter Tausch, würde ich sagen. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Nein, ist es nicht. Ja. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das nein. Ist eben ja, wenn du meinst. Wo ist denn der? Ah, da hinten, glaube ich mal. Wenn du meinst. Tritt näher. Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Ich hätte es ja cool gefunden, wenn die bei diesen Leuten, die so sagen, yo, ich kaufe dir das und das ab, wenn die das so gemacht haben, dass ich quasi mehr dafür bekomme. Also zum Beispiel, ich verkaufe jetzt Bären, die sind 10 wert, statt dass ich 5 dafür kriege, dass der mir dann wirklich 10 dafür gibt. So. Dementsprechend wäre schon besser, hätte ich gesagt. Oh, ich stimme, ich habe ja gar keine Karte. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Jetzt muss ich nur noch mal den Dude finden. Ah, da ist er. Aber behalt's für dich, muss nicht bei jeder wissen, das passiert mir nicht nochmal. Ich habe Sumpfkraut bei mir, du kannst es haben. Gut. Du hast sicher schon bemerkt, dass so gut wie keiner der Gurus mit dir reden will. Du kannst das ändern, indem du sie beeindruckst. Ich kann dir verraten, wie du das anstellst. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Baal Kadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Baal Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Wie komme ich an was? Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Baal Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Das Gute ist, ich habe ja den präparierten Traumruf. Und dem gebe ich jetzt dem Dude hier. Also ich glaube, das müsste der sein. Der sieht sehr wichtig aus, also.
Altieren. Hier, Meister. Ein bescheidenes Geschenk von deinem Schüler. Ich muss mal gucken, nicht, dass es immer so übersteuert. Hier. Wenn ich immer zu nah ans Mikro gehe, dann kann das schon ein bisschen laut werden. Der Pegel ist recht hoch, wenn ich da gucke. Was war denn das? Lol. Beim Schläfer. Ich hatte eine Vision. Es war unglaublich. Boah. Ich habe gesehen, dass wir einen neuen Bruder bekommen, der nicht ist wie die, die vor ihm kamen. Er macht irgendwas mit uns. Er hat ein Schwert in der Hand und steigt eine breite Treppe herunter. Dann hört die Vision auf und er sah dir verdammt ähnlich. Wer bist du? Was willst du hier? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Schläfers. Geh zu Kur Kalom. Er soll sich weiter mit dir befassen. Kann ich den noch ansprechen eigentlich? Alles klar, Alter. Alles klar, Alter. Ah, ich bin neu hier. Das ist immer das Beste, immer dieses Ha, ich bin neu hier. Kane. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Kor Kalom. Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Ja. Ja, zu oft. Weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist? Nein. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanzen. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend. Wie komme ich an das Rezept von Kalom? Gar nicht. Er hält es in seiner Truhe verschlossen. Das rückt er niemals raus. Wo bekomme ich das Sekret der Mindcrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Guanadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten am Labor. Interessant. Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. Hier gibt es eine so eine einsame Baumhütte. Die steht ein bisschen weiter oben als die anderen. Das ist die von Kor Kalom, Novize. Haben die eigentlich irgendwas Interessantes? Hey, du! Nein. Du weißt ja doch, was gut für dich ist. Wenn ich den Dude hier oben verhaue. Da mischt sich keiner an, aber 200 Erfahrungen für so einen Novizen, holy shit. Ich glaube, ich verprügel hier jetzt mehr Leute. Die Waffe weg! Okay, der Kane ist ein bisschen zu krass mit seiner Novizenrüstung. Aber die anderen Novizen mit nichts an, die kann ich schon umhauen. Ballons Bodyguard. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Hey du, was willst du? Was willst du? Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte.
Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern will. Mach platt! Was willst du? Ich glaube, ich habe die Baal Tyon hatte dank mir eine Vision. Und? Das war alles. Du stiehlst mir meine Kosten. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Wir sehen uns. Okay, mach platt! Okay, interessant. Dann muss ich es mir so halt holen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das sind zwei Leitern gleich. Solange ich damit nichts zu tun habe. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern will. Manche lernen nicht sehr Quatsch. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern will. War doch klar, dass das Ärger gibt. Das passiert mir nicht nochmal. Lass uns lieber über was anderes reden. Das passiert mir nicht nochmal. Aber das passiert mir auch nicht nochmal. Man muss ja nicht gleich jeder wissen. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Immer wieder dieselbe Leier. Wenn du meinst, in der Geschichte muss ja was ganz anders gelaufen. Du darfst mich jetzt doch ansprechen. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir. Ich finde es immer so lustig. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Nun, die Guru sind die wichtigsten Leute hier. Sie verbreiten die Lehre des Schläfers und teilen den Novizen die Visionen unseres Meisters mit. Er selbst ist natürlich viel zu erschöpft, um immer zu allen zu reden. Aber an manchen Tagen spricht er auf dem Tempelplatz zu uns und offenbart uns die heiligen Worte des Schläfers. Krass. Berichte mir von den heiligen Worten des großen Schläfers. Er sagt uns, was wir tun müssen, um die Freiheit zu erlangen. Iberion sagt, der Schläfer wird uns den Weg mitteilen, sobald wir in der Lage sind, ihn zu hören. Er bereitet eine große Anrufung vor, in der er zusammen mit den besten Novizen mit dem Schläfer in Kontakt treten will. Kor Kalom unterstützt ihn dabei. Er ist Alchemist und braut Substanzen zusammen, die uns in einen schlafähnlichen Zustand versetzen. Nur in diesem Zustand oder wenn du schläfst, kannst du die Gedanken des Schläfers empfangen. Wow, offensichtlich, wenn er schon Schläfer heißt. Achso, ja. Ich darf ja nicht mit ihm reden. Der kann, der sagt mir sonst nichts. Warte mal. Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Baal Orun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Kor Kalom. Direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Okay. Das kann ich doch sehr, sehr einfach machen. Das hört sich nach einer einfachen Mission an. Ich die Folge vielleicht auch voll. Weil ich werde es auch bloß eine Stunde machen. Ja, bevor ich schon eine Stunde aufgenommen habe, dann einen Cut gemacht. Also müsste das dann schon passen. Naja, der wird mich wahrscheinlich gleich ansprechen. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender.
Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe, der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Sehr fanatisch. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Obwohl ich keinen Mana habe. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Okay. Ich hätte da auch schon einen perfekten Kandidaten. Und zwar einfach den Kumpel von dem Melvin. Den kann ich dann herbringen. Aber behalt's für dich, muss nicht jeder gleich wissen. Lass uns lieber über was anderes reden. Solange ich damit nichts zu tun habe. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Mensch, den ganzen Tag da rumhocken und Shisha rauchen. Gorim schickt mich. Was? Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es geht. Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern. Oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Aber schon nicht so. Was hast du? Klarer Sieger, würde ich sagen. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Der hat aber nur 30 Erfahrungen gegeben. Der das ganz anders will. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Was hast du mit der Waffe? Klarer Sieger! Jetzt wirst du mich kennenlernen. Oh shit. Ich dachte, das wird so lange gedauert. Oh. Klar, dass das ärgert. Manche lernen eben gar nichts dazu. Ich höre erstmal an. Komm, jetzt steh auf. Kann ich den treten oder so? Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Kann ich ihn eigentlich schleichen? Manche lernen eben gar nichts dazu. Das passiert mir nicht nochmal. Hey du! Lass uns den kleinen Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl! Wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Ja, wenn du meinst. Yeah. Ein oder Erfahrung bekommen, das ist schon mal gut. Man darf auch nicht. Aber ich dachte, es gibt auch ein bisschen mehr Erfahrung. Ich weiß nicht, warum der eine Novize 200 gebracht hat. Wenn der nur 30 und der andere, den ich nicht umgehauen hat, auch 30 gibt.
Aber die sind halt für die Billos. In seiner Haut würde ich trotzdem nicht stecken. War nicht besonders schlau. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Das war auch nicht wirklich schlau. Falsch wird viel. Erstmal abwarten. Jetzt bin ich durch. Ich habe mit Gorin gesprochen. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war gerecht. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Korkalom braucht dringend neues Sumpfkraut für seine Experimente. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Oh, jetzt bin ich auf die Maustaste gekommen. Wo genau kann ich die Sammler finden? Ich habe dir noch nicht gestattet, mich anzusprechen. Bete zum Schläfer um Vergebung für dieses Sakrileg und nun geh! Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Hä, der eine wollte doch, dass ich ihn anspreche. Hat er mich angesprochen und gesagt so, yo, hier, geh mal zu den Dudes und hol das Kraut ab. Und ich frage ihn so, ja, hey, wo finde ich die? Und er meint so, yo, du darfst mich noch nicht ansprechen, obwohl es unsere Regeln erlauben. Hey du, wer bist du? Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich Baal Netbek. Diener? Ich sehe keine Diener. Sie sind hier überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Ach so, na, ich gehe dann mal wieder. Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln. Fang am besten schon mal damit an. Ich komme dann später wieder. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Okay, der hat gar nichts dabei, aber egal. Dann gehe ich jetzt dahin, speichere ich. Und an der Stelle würde ich natürlich sagen, bewertet die Videos, je nachdem sie euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da und schaut auf Twitch vorbei, gibt's nice Streams. Und natürlich Sunbros, praise the sun, yo, und bis zum nächsten Mal.